Ach ja, was wäre ein Leben ohne wöchentliche Grafikkarten-Releases? Ich meine, wenn das so weitergeht, dann werden dieses Jahr 52 neue Grafikkarten rausgebracht. Was, Bruder? Und auch diese Woche habe ich wieder eine neue Grafikkarte für euch und der Supercounter wird mal wieder komplett durchdrehen. Denn Nvidia schließt seinen Release-Marathon jetzt endlich mit der RTX 4080 Super ab. Ob die nun aber eine Superkarte ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Dieses Video wird euch präsentiert von Cooler Master und einem richtig guten Angebot auf Alternate. Da gibt es momentan die Cooler Master Master Liquid 360 oder 240 Atmos All-in-One Wasserkühlung, die nicht nur mit einer wirklich schicken RGB-Beleuchtung kommt, sondern auch noch einem super ausgefallenen Pumpenkopf, der mit einem Zwei-Kammern-System arbeitet. Die 360mm Variante ist momentan bei Alternate reduziert von 179,90 Euro auf 139,90 Euro und die 240mm Variante von 159,90 auf 119,90. In beiden Fällen spart ihr ganze 40 Euro. Das Angebot geht bis zum 13.02.2024 um 23.59 Uhr, beziehungsweise solange der Vorrat eben reicht. Falls ihr also gerade eine Kühlung mit ein bisschen mehr Dampf braucht, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ein Link zu der Aktion findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das waren schon ein paar sehr anstrengende Wochen mit den ganzen Launches und dann auch noch einem recht komischen Release der RTX 4070 Ti Super. Aber wir haben es bald geschafft, Leute. Heute fällt das Review-Embargo für dieses Gerät hier, die Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Und damit wohl auch der stärksten Grafikkarte aus der ganzen Reihe. Und die wird das aktuelle Line-Up nicht ergänzen, sondern sie wird tatsächlich die RTX 4080 quasi komplett ersetzen. Und ja, natürlich wird es auch noch weiterhin RTX 4080 Modelle da draußen geben. Das wird dann aber ein Abverkauf, weil eben keine mehr nachkommen. Das heißt, die RTX 4080 Super wird anstelle der RTX 4080 treten. Und da vielleicht erstmal eine gute Nachricht zu Beginn. Als Nvidia Ende 2022 die RTX 4080 rausgebracht hat, haben sie eine UVP von 1.469 Euro für die Karte festgelegt. Dann gab es eine Preissenkung auf 1.399 Euro und Mitte 2023, da lag die Karte bei 1.329 Euro und der bis vor kurzem gehandelte Marktpreis, der liegt bei 1.150 Euro für die 4080. Ich weiß, das ist viel Geld für eine Grafikkarte. Die Superkarte hier, die bringt Nvidia aber nicht zum gleichen, sondern zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis der RTX 4080 raus, nämlich 1.109 Euro. Sie ist also günstiger, bekommt man dann aber auch wirklich mehr Grafikkarte? Schauen wir uns mal die technischen Daten an, dann ist es der gleiche Chip, die gleiche Architektur, wir bekommen ungefähr 5% mehr CUDA-Cores, da kann man dann schon mal ablesen, dass es hier etwas mehr Leistung geben muss. Auch ungefähr 5% mehr Tensor-Cores und auch ungefähr 5% mehr RT-Cores mit einem minimal angehobenen Boost-Takt, dem gleichen Speicher Interface und auch der gleichen TDP. Also ja, wir bekommen technisch gesehen circa 5% mehr Grafikkarte, wenn ihr so wollt. Nvidia hat uns auch im Briefing schon gesagt, dass sie da in etwa von 5% mehr Leistung ausgehen, aber alles in allem kann man sagen, dass diese Grafikkarte im Vergleich zu den beiden anderen höchstwahrscheinlich den kleinsten Leistungssprung machen wird. Aber das werden wir uns gleich noch in Ruhe ansehen. Die Karte, die ich jetzt ganz speziell getestet habe, das ist die Gigabyte RTX 4080 Super. Ich finde hier eine Sache super interessant und zwar die Tatsache, dass Gigabyte die Standardkarte etwas verändert hat. Erstmal ist es aus meiner Sicht ein schönes MSRP Custom Design, einfach super schlicht und schwarz ohne irgendwelchen Schnickschnack, aber sie haben den 12 Volt High Power Anschluss auch an eine unkonventionelle, aber meiner Meinung nach gar keine schlechte Ecke gepackt. Nämlich so, dass man die Kabel ganz gut verstecken kann, dadurch hat die Karte aber so einen komischen Cutout in der Backplate und ist auch nicht mehr kompatibel mit 90 Grad Adaptern, aber eine hübsche Karte ist das hier alle Male, cool mitgedacht finde ich. Aber für uns hier interessant ist vor allem die Frage, was leistet dieses Kärtchen? Bei den technischen Daten, da sieht man halt schon, dass das nicht ungemein viel ausmachen wird. Ich glaube aber auch, dass das hier gar nicht Nvidias Intention ist, das erkläre ich euch aber gleich. Klar sollte sein, das ist eine Grafikkarte, die man sich für UHD-Gaming holt und so richtig auslasten in vielen Games, kann man das Teil auch nur auf UHD. Das ist auch die Auflösung, auf der ich die Karten miteinander verglichen habe. Und ganz kurz zur Methodik, nach dem letzten Fiasko mit der RTX 4070 Ti Super habe ich doppelt genau hingesehen, um auch nicht irgendeinen gravierenden Fehler zu machen. Meine Karte hatte Boost-Taktraten innerhalb der Norm. Die Leistungsaufnahme, die war auch innerhalb der Norm und der Igor von Igor's Lab, der hat mir einen wichtigen Hinweis gemacht. Der hat nämlich gesagt, teste die RTX 4080, also die Non-Superkarte, nochmal mit dem neuesten Treiber neu. Da wirst du feststellen, hier und da in dem einen oder anderen Game gibt es einen Leistungszuwachs und das gab es tatsächlich auch. Und dann habe ich auch noch alle Werte mit der Founders Edition validiert. Das heißt, ich habe geguckt, ob das so ungefähr übereinstimmt und das hat es auch getan. Getestet
habe ich die Karte gegen eine RX 7900 XT, RX 7900 XTX und eine RTX 4080 aus folgendem Grund. Die 7900 XT, die hat aktuell wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Karten. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Die 7900 XTX ist eigentlich der direkte AMD-Konkurrent für die RTX 4080 Super. Und die RTX 4080, das ist ja die Karte, die hier abgelöst werden soll. Und im Rasterizing in einem Benchmark-Parcours bestehend aus einer Stichprobe von 10 Games ergibt sich folgendes Ranking. Wenn ihr keinen Wert auf Raytracing und Upscaling und so weiter legt und wie manche Leute immer in den Kommentaren schreiben, Rohleistung wollt, dann sind die Karten sehr dicht beieinander. Aber die Spitze, die hält hier die RX 7900 XTX von AMD. Die ist innerhalb meiner Stichprobe roundabout 4% schneller als die RTX 4080 Super. Das macht also nicht so viel aus. Und ihr seht auch, dass die RTX 4080 Super so ungefähr 3% schneller ist als die RTX 4080, also im Rasterizing. Also das ist wirklich nicht erheblich. Wohlgemerkt, dass beide Karten mit dem aktuellsten Treiber getestet wurden. Es gab Games, in denen war die RTX 4080 Super auch ein bisschen schneller als 3% als die RTX 4080. Gerade Anno 1800 war so ein Kandidat, da war sie gute 5% schneller als die alte RTX 4080. Auch in Alan Wake 2 sind wir bei knapp über 5%. Allerdings kann man hier auch eine kleine Toleranz abziehen. Um den Daumen gepeilt, hatte ich also circa 5% mehr Leistung in Alan Wake 2 jetzt ohne Raytracing und ohne DLSS 3. Es gibt aber auch Titel, in denen sich gar nichts tut. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal Assassin's Creed Mirage. Da performen beide Karten quasi identisch. Ja, die werden durch eine Differenz von 1% getrennt. Das kann aber eben auch Messtoleranz sein. Und auch in Assassin's Creed Valhalla, da tut sich quasi nichts. Also wirklich, wäre die Achse hier nicht benannt, dann könntet ihr wahrscheinlich nicht sagen, welche Karte hier welche ist. Das ist also von Game zu Game ein bisschen unterschiedlich, aber wir halten fest, im Rasterizing, da bekommt man über den Daumen gepeilt so circa 3% mehr Leistung. Schauen wir uns jetzt aber mal die Gesamtleistung im Raytracing auf UHD unter Berücksichtigung von DLSS 3 und auch FSR 3 an, dann stellen wir fest, ja, das ist Nvidias Terrain. Genau da können sich die beiden Karten ordentlich absetzen von der 7900 XTX, wobei eben auch hier der Leistungsunterschied zwischen der Super- und auch der Non-Super-Karte, der ist mal wieder marginal. Schauen wir uns dann aber nochmal Alan Wake 2 mit den verfügbaren Upscaling-Technologien und natürlich auch Nvidia Frame Generation und Full Raytracing an. Dann seht ihr, genau das sind die Games, die dann mit den ganzen Technologien nur so richtig spielbar auf Nvidia-Karten werden, zumindest auf der Auflösung. Und das ist der Punkt, Full Raytracing mit allem drum und dran, das ist undenkbar ohne Frame Generation. Wenn wir uns jetzt mal Avatar Frontiers of Pandora mit Raytracing und FSR 3 von AMD ansehen, das hat ja auch eine Frame Generation, dann schaffen die AMD-Karten hier wieder richtig gut aufzuschließen. Da sind die 7900 XTX und die RTX 4080 dann auch quasi wieder gleich stark. Aber FSR 3 funktioniert auch mit Nvidia-Karten. Bei der Leistungsaufnahme, da ist es so, der Durchschnittswert, den ich hier ermittelt habe, der ergibt sich aus der Leistungsaufnahme beim UHD-Gaming, allerdings ist das ein Durchschnitt über 14 Titel. Da landet die Karte bei 10 Watt mehr als die RTX 4080. Sie verbraucht ergo natürlich das mehr, was sie auch leistet, aber das ist ein Durchschnittswert und der kann auch mal drüber gehen bis an die 310 Watt und sogar noch ein bisschen mehr, je nach Titel. Die AMD-Karten schlucken aber beide deutlich mehr Leistung für das, was sie bieten. Und aus dem Grund, das sollte auch klar sein, sind die AMD-Karten natürlich nicht so effizient wie die beiden Nvidia-Karten. Das war aber von vornherein klar. Aber dann gibt es ja noch die Preis-Leistung. Und wenn wir nur mal die Preis-Leistung in der Rasterleistung betrachten, dann ergibt sich Folgendes. Das sind die FPS pro Euro mit dem Faktor 100 berechnet, weil sich da die Unterschiede nochmal deutlicher zeigen. Die RTX 4080 Super hat logischerweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die RTX 4080, weil sie ist günstiger und liefert minimal mehr Leistung. Beide Karten werden aber von AMD abgehangen und die unschlagbare Preis-Leistung, die liefert aktuell einfach die 7900 XT, das muss man so einfach mal sagen. Das betrifft aber nur die Rasterleistung. Im Raytracing ist das wie zu erwarten natürlich umgekehrt. Hier liefern die beiden Nvidia-Karten die bessere Preis-Leistung. Achtung, damit ist auch die Raytracing-Leistung mit den verfügbaren Upscaling-Technologien in den Games gemeint, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand nativ Raytracing benutzt, weil das in den meisten Fällen unspielbar ist. Und ich will auch keine fiktiven Werte für euch ermitteln, sondern reale Alltagsszenarien. Ja, aber was ist da das Fazit? Im Prinzip hätte ich bei dem Namen RTX 4080 Super, als ich ihn das erste Mal gehört habe, schon irgendwie mehr erwartet. Die Karte ist eine ganz leichte verbesserte Variante der RTX 4080, aber immerhin zu einem günstigeren Preis. Auf der anderen Seite sind es immer noch über 1100 Euro UVP für eine Grafikkarte. Und das ist verdammt viel Geld. Und dann stellt sich die Frage, ob man nicht eben für 900
949 Euro lieber eine 7900 XTX kaufen soll. Das wäre eben was für Leute, die Wert auf Rasterleistung legen. Allerdings habt ihr unter Volllast eben auch einen höheren Stromverbrauch. Und wenn ihr euren Strom selber zahlen müsst, dann fällt das auch ins Gewicht. Und ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, die Betriebskosten einer solchen Grafikkarte auszurechnen bei einem angenommenen Kilowattstundenpreis von 33 Cent und 4 Stunden Gaming am Tag. Und da ist im Betrieb die 7900 XTX die teuerste Karte. Und mein Vater, Shoutout geht raus an ihn an der Stelle, der hat mir gesagt, ja, die Anschaffungskosten sind das eine, die Betriebskosten aber das andere. Und wenn wir dann die Gesamtkosten zusammenrechnen, seht ihr auch, dass sich die RX 7900 XTX und die RTX 4080 wieder annähern. Sprich, nutzt ihr beide Karten über 3 Jahre durchschnittlich 4 Stunden am Tag beim High-End-Gaming. Dann haben die 4080 Super und die RX 7900 XTX, wohlgemerkt, ihr kauft die Karten zur UVP, euch nach dieser Zeit ungefähr das gleiche gekostet. Ich will damit kein Effizienz-Marketing machen, aber nachdem ich mal mit meinem Vater gesprochen habe, der sich beim Autokauf immer den gefahrenen Kilometer ausgerechnet hat, ist das durchaus sinnvoll, denn Effizienz ist in dem Fall kein Nice-to-have, sondern das sind eben auch Kosten, die man dann mehr oder weniger hat. Was aber auffällt, ist folgendes, und das will ich hier auch nicht außer Acht lassen, die 7900 XT, die ist die günstigste Karte hier und die ist dann auch wirklich nach 3 Jahren Betrieb deutlich günstiger und sie ist in der Rasterleistung ziemlich stark, in der Raytracing-Leistung fällt sie ein bisschen ab. Aber ich glaube, das ist die Karte für Sparfüchse. Und die Entscheidung 7900 XTX oder RTX 4080 Super, das ist eine Entscheidung zwischen Rasterleistung und günstigerer Preis versus Raytracing-Leistung und bessere Effizienz. Eigentlich habt ihr jetzt alles von mir bekommen, was ihr wissen müsst und das sollte euch auch ein umfassendes Bild geben, sodass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der RTX 4080 Super, also dem Refresh oder fast sogar Rename haltet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.